Ja, grüß dich miteinander. Unser Sohn ist gestorben vor 3 Jahren. Die Polizei und der sagen, er habe Selbstmord gemacht, er habe sich gehängt. Das stimmt nicht und auf keinen Fall. Durch Erhängen, Selbstmord durch Erhängen, das schneidet seine Blutzirkulation sofort ab. Da geht kein Blut ins Hirn oder in den Kopf und es geht auch nichts ab, weil es wird sofort unterbunden. Das Resultat davon ist, der Kopf ist kreideweiss. Unser Sohn dunkelrot. Das ist nicht das Zeichen von Erhängen. Unser Sohn hat auch keine Strangmarken um den Hals herum gehabt. Also die Abzeichnung von dem Elektrokabel, das er sich aufgehängt hat, er hat keins gehabt. Obwohl sie haben im Nachhinein, auch sie wollten den Fall abschliessen, das kannst du gut mit dem Computer ein bisschen fälschen, und dann hat er einfach eine Strangmarke gehabt. Zum Glück haben wir Fotos gehabt vom Tatort, und dort eben ist keine Strangmarke mehr. Und die haben jetzt auch Fotos gefälscht und wie auch immer. Unser Sohn ist am Boden gelegen. Das ist nicht Suicide Hanging. Das ist nicht Erhängen am Boden liegen. He? Roter Kopf. Und der hat also Verletzungen auch an den Armen und am Gesicht. Der ist also, das muss mit Schlägen und was auch immer. Und vielleicht dann halt erstickt oder etwas. So halt wird das dann gegangen sein. Dass man ihn gekappt hat und dass man ihn dann erstickt hat, ob das mit einer Küsse war oder wie auch immer. Ist auch, wenn man in einer erhängten Position ist, dann geht die Blutzirkulation zusammen. Dann hast du rot, von da bis vielleicht bis da oben, ist der rot, weil das Blut geht runter. Es geht auf die tiefste Stelle runter. Das geht in die Füße, es geht in die Hände. Unser Sohn hat schneeweiße Hände gehabt. Wie gesagt, nicht erhängen. Über ein Jahr, fast ein Jahr, jetzt sind wir da im Militärregime. Und die haben das weitergegeben an die Regierung. Die Regierung hat das jetzt weitergegeben an eine Frau. Die heisst Kunying Mo Pontip. Das ist eine Spezialistin in Sachen Pathologie. Hat dann mit dem Gericht, also ihr Wort wird respektiert. Und seit 3 Monaten ist das bei ihr. Sie hat dann auch sofort einen Brief geschrieben an das Spital. Sie soll ein bisschen gute Unterlagen schicken, auch an die Polizei. Und wenn ich ihnen jetzt schon 2-mal angerufen habe über die letzte Zeit, sagen sie, sie hätten noch nichts bekommen. Erstaunlicherweise habe ich einen Brief bekommen vom höchsten Gericht. Ich habe einen Brief bekommen von der DSCI Police, das ist eine spezielle Polizei, so wie FBI, vielleicht in Amerika. Das ist eine spezielle Einheit. Und Menschenrechtsorganisation, Human's Rights, Thailand, bei denen haben wir fast vor 3 Jahren um Hilfe angefragt. Nicht einmal habe ich ein Telefon bekommen von ihnen. Nicht einmal eine Einladung bekommen von ihnen. Ich bin zwar ein paar Mal vorbeigegangen, habe ihnen Unterlagen gebracht, zugeschickt und gemacht, und die haben uns nie kontaktiert. Jetzt letzte Woche haben wir ein Schreiben bekommen und die haben uns eingeladen, um uns eben unsere Unterlagen zu ihnen da zu zeigen. Und ich denke, es liegt nicht an unseren Unterlagen, sondern an den Unterlagen der Polizei und von den Ärzten. Unsere Unterlagen haben kein Gewicht vor Gericht. Das kommt mir komisch vor. Fast 3 Jahre haben wir bei denen vorgesprochen und nicht einmal etwas gehört von ihnen. Und jetzt pressiert es noch, wenn sie mit uns reden und machen, dann haben wir müssen sagen, nein, da warten wir jetzt ab von dieser Pflicht, von dieser Kunying Mo Pontip. Eben die Pathologin, und die meinen es nicht gut mit uns, weil sie es würden gut meinen mit uns, hätten die uns schon vor 2-3 Jahren geholfen. Also, das wär's in dem Fall. Merci vielmals, tschüss miteinander.